Loving me was all you tried when you were around. I've been told too many times now. Yeah, loving me was all you tried when you were. Ja, willkommen zurück in meinem Keller. Ja, der Vlog fängt schon wieder im Keller an. Es hat aber heute einen Grund, und zwar, ich möchte mein Gravelrad rausholen. Ich plane eventuell morgen eine Tour damit zu machen. Und ja, ich hole es quasi aus dem Winterschlaf hier, und im Keller habe ich immer mit dem Kickersnap das Ganze verbunden gehabt, um hier mit Swift ein bisschen zu trainieren oder hier ja was zu machen. Das ist dieses Jahr leider ein bisschen auf der Strecke geblieben, aber ja, so ist es halt. Und jetzt modde ich es wieder aus, und ich will da auch nochmal ein kleines Video zu den Sensoren machen. Also ich will hier ja, mit dem Bolt mal zeigen, wie man Sensoren verbindet, also nichts Spektakuläres, so ein kleines Anleitungsvideo. Dann würde ich aber sagen, kramen wir das ganze Ding mal raus und legen los. Ja, das Praktische ist halt einfach, dass wenn man hier so eine Ecke hat, man das echt wunderbar alles hier wegräumen kann. Hier ist mein Notenständer, da habe ich immer mein Tablet drauf. Und ja, zu dem ganzen Setup habe ich auch mal ein Video gemacht, das kann ich euch mal verlinken, wie das ganze hier Setup aussieht. Gut, dann bauen wir es mal ab. Ja, ich habe mein Rad jetzt hier mal eingespannt. Ihr müsst aber hier mal aufpassen, wenn ihr sowas nutzt, bei Carbonrahmen hier nicht wie, ja, wie ein Ochses zuzuspannen, weil sonst ja, geht der Rahmen kaputt. Und ich meine, der Kickersnap ist schon echt grenzwertig, das überhaupt da einzuspannen. Da wird es bestimmt manchen auch echt drüber ärgern. Aber sei es drum. Ich werde jetzt hier entsprechend meine Sachen installieren, und ich empfehle euch immer, wenn ihr hier Steckgewinde nutzt, dann entsprechend auch Montagepaste zu nutzen, damit hier das auch wieder gut rausbekommt. Beziehungsweise ich werde jetzt meine Reifen auch, ich habe Tubeless-Reifen, die auch nochmal hier nachfüllen. Ich weiß, man sollte eigentlich normalerweise das alles rausnehmen und nicht nachfüllen, aber ich spare mir diese Saison das einfach mal. Ich mache das dann nächste Saison und tausche das entsprechend aus, beziehungsweise fülle es jetzt einfach erstmal nach. Ja, das ist das, was ich in den Frühjahrssaison immer mache, um das Rad entsprechend vorzubereiten und natürlich die Kette noch ein bisschen fetten. Aber ich sage, mach ich mal weiter, und den Rest sehen wir dann. Ja, willkommen zurück, heute auf dem Gravelrad. Wie ich schon gesagt habe, heute habe ich Lust, Gravel zu fahren. Mache ich auch. Ich drehe jetzt hier gerade ein Video mit dem Element Bolt, beziehungsweise mit dem Edge. Das Edge habe ich gerade in die Tasche, weil ich jetzt gerade nur einen Part für den Bolt drehe. Also hier Effizienz am Start. Ja, ist oft so, dass man halt zwei Videos auf einmal macht, damit man auch mal ohne Videodreh was machen kann, weil sonst bist du ja jede Woche am Drehen. Ja, ich genieße gerade die letzten Tage, weil es soll jetzt ein bisschen kälter werden, und es ist einfach schön und traumhaft. Da muss man einfach raus. Ja, vom Element Bolt bin ich ja wirklich sehr begeistert. Version 2 hatte ich noch nie gehabt. Wirklich tolles Gerät. Also macht Garmin mehr als Konkurrenz. Also ich habe zwar den Edge 820 und den Edge 830, aber trotzdem, also von dem, was es bietet, Wahoo, gerade die Kartenansicht ist sehr gut gemacht. Und es, na, man weiß immer, wo man hin muss, ohne große Fragen. Ist beim Edge auch so, ja. Aber vielleicht was Neues, weil es Neues ist schön. Und wir sind hier wunderschön im Wald unterwegs. Gravel Tour, so wie es sein muss, so wie es Spaß macht. Ja, wir sehen auch hier wirklich wunderschöne Landschaft. Und mir geht es auch schon wieder deutlich besser nochmal. Also ich habe jetzt eine Radtour und zwei Läufe hinter mir. Und man merkt schon, dass es sukzessive besser wird. Ich glaube, ich habe noch einen anderen Infekt bekämpft, weil mein Sohn hat dann Kruphusten bekommen und hatte da irgendwie so scheinbar eine Infektion. Und meine Frau und ich haben da auch noch ein bisschen gekämpft. Aber so wie es aussieht, mal langsam am Damm. Jetzt mal gucken, wenn es nochmal kalt wird. Das ist meistens eher nicht so gut. Da werden die Kinder alle mal krank, und dann kriegen sie meistens auch nochmal ab. Drücken wir mal die Daumen, dass es nicht so ist und dass man eigentlich mal wieder normal weitermachen kann. Ja, hier sehen wir dann auch beim Videodreh. Da kannst du dann immer das hier so ein bisschen abnehmen. Dann hast du nur eins da und nicht beides. Und so habe ich jetzt gerade hier mal fürs Versus Video zum Beispiel beide hier hängen. Beziehungsweise hier auf der Phoenix mache ich das Ganze auch noch eine Aufzeichnung, um zu gucken, wie es da mit Klein Pro aussieht, da ich hier noch den alten Edge habe. Und hier natürlich immer schön das Handy zum Filmen griffbereit. Das meiste in meinem Kanal mache ich tatsächlich über das Handy. Und ja, hin und wieder mal die GoPro. Also jetzt gehe ich gerade mal die GoPro auf. Ja, was ich auch hasse, ist tatsächlich, wenn man den Berg hochfährt und man hier Passagen runterfahren muss und wieder Höhenmeter verliert. Ja, na gut. Ist nicht so meins. Genau. So, jetzt fahren wir wie gesagt ein Stück runter. Und dann geht's wieder rauf. Hoppala. Und es ist auch das erste Mal tatsächlich, dass ich mit einem Gravelbike auch so richtig runterfahre. Und ich vermisse meinen verstellbaren Sattel. Ich weiß, ich kann hier runtergehen in die Hocke und so weiter.
alles kein Problem, mache ich auch, sieht man jetzt so nicht. Aber ich weiß nicht, auf meinem Mountainbike fühle ich mich da doch irgendwie ein bisschen sicherer. Ja, hier ist mal so ein kleines Felsenmeer. Ich weiß nicht, ob jemand das euch sagt. Felsenmeer, das ist so ja, eine Attraktion hier bei mir in der Region. Und hier liegen oft in Wäldern so ganz viele Felsen rum. Und ich kann nicht mal sagen, warum die jetzt hier liegen, ob es ein Steinbruch war oder einfach hier aus der Eiszeit oder was auch immer. Kann ich nicht verifizieren, muss ich mal selber nachgucken. Aber das ist hier gar nichts, keine Seltenheit, dass wir hier so die ganzen Felsen sehen. Ich vermute mal wahrscheinlich Eiszeit. So, und hier geht es jetzt dann weiter. Jetzt bin ich auch gleich endlich oben. Und dann fahren wir jetzt auch weiter. Meine Frau vermisst mich wahrscheinlich schon. Jetzt habe ich auch die GoPro hier mal installiert. Mal gucken, ob das dann ein besseres Bild gibt. Ihr werdet sehen oder habt schon gesehen. Mal schauen. Ja, jetzt habe ich so den höchsten Anstieg geschafft. Über 500 Höhenmeter. Und jetzt geht es so langsam runter, den Buckel. Ich bin so ein bisschen Schisser. Und ja, ich war erst ein bisschen skeptisch, was das Hochfahren angeht. Weil ich hier mit einer 1x11-Schaltung fahre. Also ich habe hier die SRAM FX30, glaube ich, drauf und ja, da war ich mir erst nicht sicher, ob das so gut ist, weil man doch so ein bisschen das Shimano gewohnt ist. Also meine Mountainbike-Schaltung hat halt deutlich mehr Schaltung. Die hat da sogar noch 3 Werfer drauf. So. Ist ein bisschen Gewöhnungssache, aber die Abstände lang ja. Oft hat man ja auch Doppelung quasi in den Schaltungen drin. Das heißt, wenn ihr 3 Werfer habt oder also vorne 3 Kettenblätter, dann habt ihr auf jeden Fall Überschneidung in der Gänge. Das heißt also, wenn ihr jetzt 28 Gangrad habt, heißt, habt ihr zwar faktisch 28 Gänge, das stimmt, aber keine Ahnung, ich weiß nicht genaue Zahl, aber real gesehen, also netto, sind es dann halt irgendwie nur 16 oder sowas. Ja, es war heute einmal wieder ein kürzerer Blog. Ich habe heute alles rund ums Gravel-Radfahren gemacht, die Vorbereitung und das Tourenraden. Es waren jetzt nur 2 Tage, die ich jetzt hier mal aufgenommen habe. Ich bin nächste Woche dann auf dem Urlaub. Mal gucken, was ich da mache. Und schreibt mir auch gerne mal in die Kommentare, wie ihr die ganzen Abstände haben möchtet. Beziehungsweise, wenn es zu viel ist, sagt es einfach auch. Ich möchte euch da jetzt nicht zuspammen mit irgendwelchen Videos. Ja, wie gesagt, schreibt es einfach mal rein. Und auch, wie die Länge sein soll, könnt ihr ja auch mal so ein kleines Feedback geben. Ich werde jetzt mal das Stück jetzt noch heimfahren. Würde mich bei meiner Frau bedanken. Meinen Kindern mit einem dicken Schmatzer und ja, dann würde ich sagen, bleibt gesund, trainiert weiter, habt viel Spaß, genießt vor allem das Ganze und wenn du neu auf dem Kanal bist, dann abonniert das Ganze doch mal, würde mich freuen, dich hier wieder zu begrüßen zu können. Ja, macht's gut, genießt noch das schöne Wetter, ciao, bis zum nächsten Mal.